Das war ja genau der Unterschied zwischen David und Salomo. Warum war David der größte König Israel, der je hatte? Weil er 13 Jahre wie ein Tier gejagt wurde von König Saulus. Er lebte in den Höhlen drin. 13 Jahre, obwohl er wusste, dass er von Samuel gesalbt wurde als König Israel. Wie ein Tier lebte er und hat gelitten. Und als er König wurde, da wurde er der beste König, das Israel je hatte. Und dann gab er das Königreich seinem Sohn Salomon. Der hatte nie gelitten. Der bekam alles auf einer Silberplatte. Wie diese Millionärssöhne, welche alles erben, die haben nicht gearbeitet, die haben nicht geschwitzt, um das Geld zu machen. Die halten alles vom Papa auf einer Silberplatte. Und was geschieht? Sie ruinieren sich. Salomon ruinierte sich und das ganze Volk von Israel. Was ist der Unterschied? Leiden. Leiden ist der größte Segen. Leiden ist eingebaut im Plan Gottes für unsere Errettung. Oder denkt an Jesus. Könnt ihr euch erinnern? Er wurde verraten von Judas. Und was sagte er, nachdem er gerade verraten wurde? Er betete in Johannes 17, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlichen kann. Verherrlichen? Ja, wie kann dann Jesus den Vater verherrlichen, wenn er verraten, gefoltert und getötet wird? Ist das Verherrlichung? Ja. Das ist Verherrlichung. Wie? Warum ist das Verherrlichung? Durch das ruhige, würdevolle Benehmen. Während er missbehandelt wurde, hat er seinen Vater verherrlicht. Das ist Verherrlichung. Wenn ihr geschändigt werdet, dann bleibt ruhig. Würdevoll. Schlägt nicht zurück. Beklagt euch nicht. Nein. Steht da wie Jesus als König der Könige. Und verherrlicht der Vater, wie er ruhig das Leid über euch geht. Die werden euch unschuldig anklagen. Nehmt es an. Beklagt euch nicht. Nicht ein Wort der Bitterkeit. Dann wird ihr Gott verherrlichen. So sage ich euch, wenn ihr immer noch empfindlich seid und reizbar seid, wenn jemand einen Fehler in eurem Charakter zeigt. Wenn ihr Unterschiede macht zwischen wichtigen Leuten und nicht wichtigen Leuten, zwischen schwarzen Leuten und weißen Leuten, armen Leuten und reichen Leuten. Wenn ihr ehrgeizig seid und immer andere auf die Seite schiebt, damit ihr den Vorrang habt. Wenn ihr mehr geliebt sein wollt, als andere zu lieben. Wenn ihr mehr gedient sein wollt, als andere zu dienen. Wenn ihr kein Interesse habt in die Arbeit eines anderen Menschen, aber nur an eure Arbeit denkt. Wenn Seelen neben euch leiden. Und ihr wisst es, ihr bemerkt es gar nicht. Weil ihr gleichgültig seid gegen andere Menschen. Wenn Unterbrechungen euch ärgern. Und wenn die Schwierigkeiten anderer Menschen euch auf die Nerven gehen. Wenn etwas, das ein Mensch euch für euch bittet, beschwerlich ist und er vermeidet es, ihm zu helfen. Wenn ihr kein Mitleid habt mit euren Mitmenschen, wie Gott mit euch Mitleid gehabt hat. Wenn ihr andere herabsetzt und von ihren schwachen Charakterzügen immer spricht, aber von euren guten Charakterzügen immer spricht. Wenn ihr leicht über die Fehler eines anderen Menschen spricht. Wenn ihr einen unfreundlichen Brief schreiben könnt, wenn ihr ein unfreundliches Wort sagen könnt, wenn ihr einen unfreundlichen Gedanken haben könnt, ohne Trauer und Schande. Wenn ihr eine zugestandene, bereute und aufgegebene Sünde wieder in Erinnerung ruft eines anderen Menschen. Wenn ihr nicht die Geduld von Christus hat mit jenen Seelen, welche langsamer wachsen in eurer Gemeinde. Wenn ihr die Gefühle von anderen Personen beleidigen können und immer unlieben ihnen antworten. Wenn ihr immer die schlechteste Auslegung der anderen Menschen, immer die schlechteste Auslegung ihren Worten zutut. Wenn ihr andere korrigiert, scharf, rau, hart,
dann heißt das alles, dass der Heilige Geist nicht in euch regiert. Denn das ist Christenheit, dass man nicht so ist. Nicht, dass man in Doktrinen glaubt. Das ist eine Kleinigkeit, dass man so wird, wie ich es beschrieben habe. Und wenn ihr nicht so seid, dann geht bitte nach Hause heute Nacht. Geht in euer Zimmer und sagt, oh Herr, erbarme dich mal. Ich war nur religiös. Ich bin ja noch nie von dir invadiert geworden, übernommen worden. Ich bin nur ein super religiöser Mensch. Ich bin noch nie gebrochen worden. Bitte, gib mir deine Liebe, dein Mitleid für Mitmenschen, damit ich sie liebe, wie du sie geliebt hast. Jesus war am Kreuz und neben ihm starb ein Dieb. Dieser Dieb hat viele Menschen gesehen, wie sie starben. Und plötzlich hört er von den Lippen Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in einer Sekunde wurde dieser Dieb bekehrt. Stephen, die Steine flogen durch die Luft. Der Stephen war bedeckt mit Blut, fiel um. Und das letzte Wort, was er sagte, Herr, lege diese Tat nicht zu ihrer Last. Und Saulus von Tarsus war wie zerschmettert, dass er das sah. So hatte noch nie jemand sterben gesehen. Und auf dem Weg nach Damaskus, immer an den Stephen hat er gedacht, da ist er selbst bekehrt worden. Und dann in Rom, in Ketten, mit den Zenturien, mit den Romen, mit den römischen Soldaten, die haben ihn mit Ketten durch die Straßen geleitet. Er war nie frei, immer gekettet an Römer. Ich kann mir vorstellen, einer dieser Römer-Soldaten geht in seine Baracke zurück, in sein Haus zurück am Abend und sagte zu seinen Freunden, ich war vier Stunden gekettet zu diesem Paulus, diesem Christen. Einige Male habe ich ihm den Schuhtrick gegeben, habe ihm das Essen weggenommen, ich habe ihn geschändigt und dieser Mann liebte mich. Er war so zart wie mir. Er hat sich sogar erkundigt über meine alte Wunde. Ich will nicht mehr an diesen Christen gekettet sein. Das kann ich nicht mehr ausstehen. Freunde, ich glaube, ich möchte auch ein Christ werden. Das ist der Eindruck, den ihr machen werdet, wenn Gott in euch lebt. Eure Feinde werden bekehrt. Aber diese Bekehrung bedingt, dass ihr wie Paulus täglich stirbt, wie er sagt, damit die Früchte des Heiligen Geistes in euch ausgeprägt werden. Und zum Schluss sage ich euch diese kurze Geschichte von Elia und Gehasi. Elia war so ein Mann Gottes, dass eine Familie ihm ein kleines Zimmer in ihrem Haus gab. Und jedes Mal, wenn er vorbeiging, schlief er dort. Aber eines Tages sah er, dass die Frau traurig war. So sagte er, warum bist du traurig? Weil wir kein Kind haben. Wir möchten ein Kindlein haben. Und er sagte, prophezeite, in einem Jahr wirst du ein Kindlein haben. Und sie hatten einen kleinen Bub. Die liebten das Kind. Und das Kind wuchs und wurde ein kleiner Bub. Und der Vater nahm ihn ins Weizenfeld heraus. Aber es war ein sehr heißer Tag. Und die Sonne brannte so stark, dass er plötzlich umfiel. Der Vater glaubte, er sei nur ohnmächtig geworden und nahm das kleine Kind und gab es der Mutter. Die Mutter sah sofort, das Kind ist tot. Sie sagte aber nichts. Sie nahm das tote Kind und ging herauf und legte es in das Bett des Propheten Elia und schloss die Tür, ging aufs Pferd herauf und reitete herauf in den Hügel, wo sie wusste, wo Elia lebte. Und da kniete sie vor dem Mann und sagte, das Kind, das Gott mir durch dich gegeben hat, ist tot, komm doch. Was sagte Elia? Er rief seinen Diener Gehasi und sagte, nimm meinen Stab, geh aufs Pferd, geh runter, geh auf das Zimmer herauf, wo das Kind liegt, leg den Stab hin und dann wird alles in Ordnung sein. Und Elia, der befolgte die Instruktionen, nahm den Stab, reite herunter, ging ins Zimmer herauf, sah das tote Kind, legte den Stab hin. Das geschah nicht. Ganz enttäuscht nimmt er den Stab wieder und geht zurück. Zu dieser Zeit hat die Frau den Elia überzeugt, er soll selbst kommen. Und er trifft den Gehasi auf dem Weg und der Gehasi sagt, es tut mir leid, Elia, ich habe genau getan, was du mir gesagt hast. Ich sah das Kind, ich habe den deinen Stab niedergelegt, aber nichts geschehen. Elia sagt, dann gib mir meinen Stab. Er ging herauf,
sah das tote Kind, schloss die Türe hinter sich und betete zu ihm. O Herr, du liebst dieses tote Kind doch viel mehr als ich. Du hast ihm das Geschenk gegeben, dieser Familie. Ich bitte dich, gib das Leben zurück. Dann aber streckte er sich körperlich auf das Kind herauf und wärmte seinen Körper, hauchte in seinen Mund. Dann ging er wieder auf die Knie und betete inbrünstig. Dann legte er sich wieder, Wange auf Wange, Hände auf Hände, Füße auf Füße, auf das Kind. Und plötzlich öffnete das Kind die Augen, lächelte. Und er nahm das lebendige Kind und gab es der Mutter zurück. Was ist der Unterschied, was Elia tat und was Gehasi tat? Gehasi hatte keine Liebe für seinen Mitmenschen. Er tat nur tote Instruktionen. So sagte der Meister, so werde ich es tun. Keine Hingabe, kein Gebet, kein Mitgefühl für den Mitmenschen. Und das Resultat? Nichts geschehen. Aber der Elia, der war mit der Liebe Gottes durchdrungen. Der liebte den Mitmenschen, der gab sich selbst dem Mitmenschen. Nicht nur einige Worte. Er legte sich körperlich darauf. Das ist, was Gott will, dass wir bis da hinauf in die Nöte der Mitmenschen uns hereingehen. Nicht nur Worte, das führt zu nichts. Ich sende euch als junge Prediger in die Welt mit der Liebe von Elia. Denn Leben kann nur von Leben kommen. Wenn ihr tot seid innerlich, da wird niemand bekehrt werden. Niemand. Da könnt ihr reden, bis ihr blau im Gesicht seid. Denn Leben kann nur von Leben kommen.